Jede Zelle besitzt im Inneren verschiedene Kompartimente. Das endoplasmatische Retikulum oder kurz ER ist solch ein wichtiger Reaktionsraum in eukaryotischen, sprich tierischen und pflanzlichen Zellen. Der Zellkern steht in direkter Verbindung mit dem ER über seine Kernhülle und deren Kernporen. Hierin schließt sich direkt die Membran des ER an. Über Röhren und Bläschen faltet diese sich und schließt auch Hohlräume ein. Das endoplasmatische Retikulum ist also ein verzweigtes Röhrensystem, welches sich durch den Großteil des Zytoplasmas der Zelle zieht. Dabei macht es über die Hälfte der Gesamtmembranmenge einer eukaryotischen Zelle aus. Es existieren zwei Typen von ER, einerseits das raue und das glatte endoplasmatische Retikulum, welche unterschiedliche Aufgaben wahrnehmen. Das raue endoplasmatische Retikulum trägt Ribosomen an der Membran. DNA-Abschriften, sogenannte mRNAs, werden aus dem Kern ins Zytoplasma transportiert, um anschließend mit Hilfe von Ribosomen am rauen ER translatiert zu werden. Dabei werden sekretorische Proteine gebildet. Hierfür muss die Proteinkette ins Innere des endoplasmatischen Retikulums eingeschleust werden und wird dort durch Chaperone korrekt gefaltet. Reife Proteine verlassen anschließend das ER über Vesikel, um zum nächsten Kompartiment, dem Golgi-Apparat, transportiert zu werden. Je nachdem, von welchem Geweben oder Organ die Zelle Bestandteil ist, kann die Zusammensetzung an rauem und glattem ER sehr unterschiedlich sein. So haben zum Beispiel Zellen der Niere oder der Leber oder der primären Geschlechtsorgane sehr viel glattes ER, weil es andere Aufgaben wahrnimmt als das raue ER. So werden zum Beispiel mit Hilfe des glatten ERs Steroidhormone gebildet und lebenswichtige Lipide synthetisiert. In Leberzellen ist das glatte ER wichtig für den Kohlenhydratstoffwechsel über Glykogen. Und darüber hinaus werden dort Gifte und Medikamente abgebaut. In Muskelzellen werden hier auch Calciumionen gespeichert. Durch deren Ausschüttung wird die Muskelkontraktion eingeleitet. Hier heißt es dann allerdings sarkoplasmatisches Retikulum, kurz SR.